du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske? Dein Atem riecht nach Blut. Und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Elex 2. Sucks, you're not allowed to get laid anymore, man. How many times I gotta tell you, I'm not a priest. So your wang can still get tang, nice. Ja, wir haben im letzten Part die eine Aufseherin bestohlen, die haben ihre Kiste geplündert. Und jetzt müssen wir ihr Diebesgut für die Krallen in einen toten Briefkasten abgeben. Ich bin mal gespannt, was meine Belohnung sein wird. So, Punkt 8 hier in einem Moment. Erledigt. Ich sollte mir meine Bezahlung an der Belohnungstruhe abholen. Geil. Hat Spaß gemacht, das sollten wir wiederholen. So, Belohnungstruhe. Ja, doch, ja. Wir müssen wieder zurück zu den Krallen gehen. Dieser Weg war es gewesen. Genau, da drüben ist die Kuppel. Wir sind auf dem richtigen Weg. In da. Warte, wir müssen ganz natürlich wirken. Ganz entspannt. Jetzt wird der Laden uns gehört. Gar nicht verdächtig wirken, nein. Was geht denn da ab? Hast du gehört? Der Torhild wurde eingebrochen. Nicht dein Ernst. Doch, sie haben wohl den Mana-Dünger für die Weltenherzen geklaut. Was wollen die damit? Ist das Zeug überhaupt wertvoll? Ich habe keine Ahnung. Wollte dir das nur schnell sagen, damit du Bescheid weißt. Vielen Dank. Ich muss mal wieder. Wir sehen uns. Sehr schön. Ja, den Dünger haben wir gerade geklaut. Ach, ist das schön. Solche Kerle kann ich nicht leiden. Da ist doch alles voller Banditen. Wer zu viel schwitzt, fängt an zu stinken. Spar dir das Geschleiche, wenn du keinen Ärger willst. Oh, ist ja in Ordnung. Mann, tut es gut, dich zu sehen. Die Flucht aus der Grotte war wirklich ein Abenteuer, das ich gern mit dir geteilt hätte. Aber ich war in guter Begleitung. Freut mich auch, dich zu sehen. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Einen Moment. Hier, da ist er ja wieder. Den haben wir ja geholfen, rauszukommen. Cool. Speichern. Ey, das ist geil. Das ist geil, dass wir den jetzt wieder über den Weg gelaufen sind. Ich habe schon gefragt, wo der hin ist. Guck mal, wer uns besucht. Erinnerst du dich? Ich habe dir von ihm erzählt. Mm-mm. Na komm schon. Er ist unser Freund. Mm-mm. Tamara. Meine Tochter hat ihren eigenen Kopf. Tut mir leid. Sie hatte kaum Kontakt zu anderen Menschen. Aus Angst vor den Resistenten haben wir sie in der Grotte unter einer Bodenklappe versteckt. Aber sie taut schon noch auf, da mache ich mir keine Sorgen. In jedem Fall läuft bei mir alles wie gehabt. Wenn du etwas brauchst, frag mich einfach. Cool. Woher hast du die Ware? Da muss ich mich bei Chloe bedanken. Sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, damit wir über die Runden kommen. Vieles von dem, was ich dir anbiete, hat man uns auf ihre Anweisung hin zur Verfügung gestellt. So einen Zusammenhalt findest du unter den Morkons nicht. Aber genug von der Vergangenheit. Meine Familie ist sicher, das zählt. Ich bin froh, dass ihr unbeschadet hier angekommen seid. Ach, selbstredend. Wenn jemand meiner Familie zu nahe kommt, krempel ich die Ärmel hoch und verpasse ihm was. Beschweren können wir uns nicht. Wir sind gut versorgt. Wenn ihr was braucht, ruft mich einfach. Danke, aber das wird hoffentlich nicht nötig sein. Wenn mir noch ein offenes Wort gestattet ist, mach's nie wie ich und setz das Leben deiner Liebsten aufs Spiel. Eine Lektion, die ich jetzt begriffen habe. Ach, guter Mann. Lass uns handeln. Sicher doch. Du hast ein schönes bei dir. Kann ich halt alles nicht benutzen, ne? Oh, 5000. Panzerung 41, das ist viel. Dietriche. Kann man immer gut gebrauchen.
Geben wir mal 5 Stück. Obwohl, wir haben gerade so eine schöne Zahl, was gerade uns angeht. Ah, komm, wir kriegen eh gerade gleich eine Bezahlung. Hier, wir haben ja für die Krallen gequestet, wir kriegen eh gleich eine Bezahlung. So. Sehr gut. Wir kriegen eh gleich eine Bezahlung, weil wir für die Krallen, die wir gequestet haben. So. Luke. Da. Oh, ich vergessen zuzumachen. Ja, ich habe mich einfach raus teleportiert. Ja, da war ja was. Nichts gegen hier. Belohnungstruhe. 150. Ich bin bereit für meine nächste Aufgabe. Ich bin bereit für meine nächste Aufgabe. Komm. Bus bauen. Auftrag. Die Baukunst der Berserker. Gib mir die Baukunst. Tilas Wertsachen, dann zeig mal. Warte mal, was ist überhaupt unsere Aufgabe? Tilas Wertsachen. Im Auftrag steht, dass ich Tilas Tresor plündern soll. Er bewahrt dort ein Rezept auf, das ich stehlen soll. Der Code des Tresors scheint einen Informationen nach zu urteilen sehr einfach zu sein. Viermal die gleiche Zahl oder eine einfache Zahlenreihe. Viermal die gleiche Zahl, das kann man. Ja, wenn ihr schon drin steht, kann man jetzt doch locker flockig hin hier. So. Hui. Besser, ich mach das wieder zu. Tja, wie will KM jetzt folgen, ne? Das kann doch nicht sein. Warum sollte jemand Dünger klauen? Vielleicht versucht jemand, seine eigene Setzlingfarm aufzuziehen. Ja, das wird es sein. Naja, ist nicht mein Problem. Wir sehen uns. Knack mit den Safe. Wir müssen natürlich erstmal unbemerkt reinkommen. Wir sind überwachen. Da sehe ich jemanden. Wir können ja von der Seite kommen. Speichern, ich will nicht gleich hier auf die Mütze bekommen, das wäre unangenehm. So. Das Schleichen kannst du dir sparen. Ist gut, Mensch. Da ist der Tresor, alles klar. Wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Du schleichst besser woanders herum. Ja, ist ja gut. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, du willst doch bestimmt ein Heilelixier oder eine Salbe, obwohl bei deinem Zinken. Ich werde dir 2 Salben mitgeben. Wo habe ich sie denn abgelegt? Die letzte Salbe war... Nein, Moment. Warte mal einen Augenblick. Bin gleich wieder da. Ja, geh ruhig. Geht doch. Erledigt. Danke. Wir haben alles geknackt. So, wir können mal kurz mit dem Mann hier reden. Du wolltest ja eigentlich noch eine Salbe geben, aber wir haben gerade seinen Tresor geplündert. Was denn? Ich bin beschäftigt. Du wolltest mir irgendeine Salbe...
Ich? Dir? Eine Unverschämtheit ist das, mir sowas zu unterstellen. Salben muss ich erst wieder zubereiten. Was willst du eigentlich? Arbeit kann ich dir keine geben. Für Kleinigkeiten steht mir ein Gehilfe zur Seite. Und ausbilden kann ich dich nicht. Dieses Anrecht erhält nur mein Lehrling. Ich sehe keinen Lehrling. Natürlich nicht. Der Letzte ist an seiner eigenen Unfähigkeit zugrunde gegangen. Bedeutet das, der Posten ist frei? Mitnichten. Du stellst also niemanden ein? Wer behauptet denn sowas? Hast du einen Lehrling, ja oder nein? Paradoxerweise trifft beides zu. Aber nun entschuldige mich. Wir hatten ja alles geklärt, nehme ich an. Oh Gott, wie der Typ nervt. Egal, wir haben ihn geplündert. Wir haben ihn ausgeraubt. So. Auf zu einem toten Briefkasten, ne? Ich liebe den Moment, diesen Geruch, wenn man gerade mit der Schandtat davongekommen ist. Erledigt. So, es wäre erledigt. Da drüben ist die Kuppel, da müssen wir hin. So. Aber macht Spaß, wieder auf Beutelzug zu gehen. Zu rauben. Ah. Sehr schön. Da fühle ich mich doch gleich wieder lebendig. In Elix 1 war ich übrigens auch schon Mitglied der Krallen gewesen. Habe ich völlig vergessen gehabt. Aber ja, da war ich auch schon einige Mal auf Diebeszug gewesen. So. Offen. So, jetzt ist mal richtig. Gib mir die Beute. Nur 50? Ja gut, im Safe war aber auch ziemlich gutes Zeug drinne. Emotionalen Schaden verursachen. Abspeichern, nicht, dass ich da vielleicht irgendjemanden einschüchtern muss oder sowas dort. Wäre ja unangenehm. So, gib her. Scrappy. Hoppla. Scrappy ist cool. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt ausrauben möchte. Im Auftrag steht, dass ich Scrappys Tresor plündern soll. Dort wird vermutlich nichts Wertvolles zu finden sein. Aber man weiß ja nie, da nimmt man bei Scrappy etwas von Wert. Vermuten würde, dürfte das Truhenschloss nicht allzu schwer zu knacken sein. Wenn das Schloss jedoch meine Fähigkeit übersteigen sollte, kann ich mich noch immer nach seinem Schlüssel umsehen, den er während seines Außeneinsatzes verloren. Und er sollte da in der Gegend noch zu finden sein. Ah. Scrappy hat seinen Schlüssel verloren. Oh, scheiße. Au. Vielleicht soll ich mich wirklich aufs Ohr hauen. Ich bin ein bisschen beschädigt. Angeschlagen. So, bis zum nächsten Morgen pennen. Yep. Und ein bisschen geheilt. Ah, sehr schön. Und raus hier. Auf zum alten Skeleppy. Wie? Besser, ich mach das wieder zu. Geht doch. Was zum Teufel? Gute Frage. Ich habe gehört, Tilas wurde beklaut. Tilas. Hilf mir mal. Wer war das noch gleich? Na, dieser
unfreundliche Alchemist, der mir nicht die Salbe geben wollte für, du weißt schon. Ach, der! Na, der hat es auch nicht besser verdient. Hat er wirklich nicht. Naja, ich will mal weitermachen. Bis dann. Ja, bösen Leuten passieren halt schlimme Dinge. Und ja, ich stelle mich jetzt einfach mal als der Gute hin. Der die Bösen beraubt. Ja, was haben wir denn da im Wasser liegen? Schwefel. Hui. Das Krippistresor ist bestimmt da unten. Ich wollte jetzt nicht runterfallen. Das wäre beinahe schief gegangen. Geht doch. Scrappys Tresor, der muss sich ja irgendwo hier befinden. Ah nee, warte. Geht doch. Gib mal her. Dupdi-dupdi-du, dupdi-dupdi-dupdi-du. Hallöchen. Oh, beinahe. Schrott nehme ich gern mit. Wo könnte sich hier der Tresor befinden? Das Gebiet ist ein bisschen größer als ich dachte. Scrappy, wo hast du dein Zeug rumliegen? Oh, warte. Mana. Warte. So, erstmal den Tresor finden. Warte, da liegt noch was. Finden wir das Ding. Mal kurz durchlesen, also. Tresor. Muss irgendwo ein Tresor mit Wertsachen sein. Wo können Sie dieses Tresor befinden? Scrappy, wo hast du den Tresor hingetan, ne? Hier ist der Schlüssel direkt. Ah. Da will ich nichts gesagt haben. Dann geht's da drüben zum Tresor. Die Triche nehmen wir gleich. Ja. So, wo ist der Tresor von Scrappy?
Erledigt. Das zählt. Danke. So, raus hier. Wir haben doch hier genug tote Briefkästen da, zum Beispiel. So. Hab Trophäe erhalten, beam me up. Wahrscheinlich, weil wir zu oft die Teleporter eingesetzt haben. Toter Briefkasten, ah hier. Erledigt. Und abhauen. Wieder zurück zu den Krallen, Belohnung entgegennehmen. Ach, das macht Spaß. Ich will richtig schon mal die Finger schmutzig machen, ein bisschen klauen, lange Finger machen. Ach, das macht super Laune. Das müsst ihr mal probiert haben. Und wir sind auch ein bisschen gekleidet wie ein Dieb. So ein bisschen. Machen die alle hier, die gehen alle über die Luke, wo das Versteck ist. So. Offen. In der Tat, runter da. Hallöchen. Belohnungstruhe, was haben wir hier? ...400! Geil, das ist wirklich viel. Auftragstruhe, vorab speichern. So. Potenzielle Mitglieder. Fenris Wertsachen. Da bin ich doch mal sehr gespannt. Fenris Wertsachen. Im Auftrag steht, dass ich Fenris Tresor plündern soll. Dort bewahrt er seine Straftatenkartei auf. Wenn diese nicht mehr in seinem Besitz ist, wird er sicher einige Zeit brauchen, um die offenen Verfahren zu regeln. Wir kennen jedoch den Code nicht. Hoffentlich bin ich imstande, ihn zu knacken. Der Tresor von Fenris. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir müssen erstmal den Tresor finden. Suchen, finden, dann öffnen. Beim letzten Mal hatten wir ja ein leichtes Spiel gehabt. Da war es ja viermal die Null. Mal gucken, wie es hier aussieht. Viermal die Null. Da habe ich mich auch schon gefragt, was ist denn los hier? Habe ich etwa die Null gewählt oder was? Erstmal Luke wieder schließen, so. Besser, ich mach das wieder zu. Natürlich ist es das. So. Wie kann man ihm das nur antun? Ausgerechnet ihm. Hab gehört, der besitzt mehr, als man denkt. Ach, kann ich mir nicht vorstellen. Das sind doch nur Verschwörungstheorien. Das wird sich noch zeigen. Du bist echt ein Spinner. Immer wieder gern. Spinner? So. Fenris, wo hast du deinen Tresor versteckt, hä? Speichern, so. Der Safe. Was hast du vor? Nichts. Wie konnte er mich sehen? Was schleichst du hier herum? Ja, hier sind genug Augen.
Die sind viel zu viele Augen. So, kurz auf Speichern, da knacken wir den Safe. So, und auf geht's, komm. Geht doch. Zu einfach. Erledigt. Das war wirklich viel zu einfach. Dupdi-dupdi-du, als ob nichts gewesen wäre. Lalalalalala. So, schnell das Zeug loswerden. Da, so der Briefkasten, dann gehen wir da kurz mal hin. Ja, wo ist denn der tote Briefkasten, ne? Da drüben, Chloro. Das war's. Ich sollte mal wieder mit Jasma reden. Klingt nach einer guten Idee. Das war spaßig. So. Hoffentlich gehen uns die Vorräte nicht aus. Ich hätte schon fast gedacht, die unterhalten sich jetzt darüber, dass die Wertsachen geklaut wurden. Erstmal die Kuppel wiederfinden. Na, wo muss denn die Kuppel? Wir verkuppeln sie. Da, da muss ich hin. Aus dem Weg, ich hab's eilig. Ja, genau da drüben, da drüben. Wir verkuppeln sie. Da. So. Offen. Erstmal werde ich mal eine Belohnung abholen. So. Schön, reden wir jetzt mal. Speichern, bevor ich noch irgendetwas Falsches sage, was ich später bereue oder bevor sich wieder meine Gefährtin drüber aufregt. Das ist schon belastend, mit so einer Frau durch die Gegend zu ziehen, die sich ständig nur aufregt. Du hast es tatsächlich geschafft, an die Straftatenkartei von Fenris zu kommen. Daran sind schon viele gescheitert. Für einen so talentierten Dieb hätte ich einen speziellen Auftrag. Etwas, das wir bis jetzt noch nie ernsthaft in Betracht gezogen haben. Wer ist das Ziel? Gesprochen wie eine wahre Kralle. Es geht um Red persönlich. Dies erfordert allerdings einiges an Geschick, weil Red mit Sicherheit nicht irgendwo einen Schlüssel oder einen Code versteckt halten wird. Reds Herrschaft basiert größtenteils auf Angst vor ihm. Er hat in seinem Turm einen Tresor und eine Truhe. In diesen gibt es zwei Bücher. Er nennt sie seine Blutverträge. Dort drinnen bewahrt er alle Gefallen auf, die ihm geschuldet werden. Aber nicht nur das. Er hinterlässt darin auch Schmutz. Wie jetzt? Er sammelt Dreck? Natürlich nicht. Er sammelt Schmutz über andere Menschen. Dinge, mit denen er sie erpressen kann. Wenn wir die Bücher hätten, könnten wir unser Netzwerk auf einen Schlag um ein gutes Stück vergrößern. Bring mir diese Blutverträge und ich werde dich reich belohnen.
Hast du nicht gesagt, ich soll hier kein Diebesgut mitbringen? In dem Fall mache ich eine Ausnahme. Sobald Red bemerkt, dass er beklaut wurde, wird er das ganze Fort auf den Kopf stellen lassen. Die toten Briefkästen sind dann kein sicherer Ort mehr. Abgesehen davon will ich es nicht riskieren, dass jemand die Blutverträge in einem der Mülleimer findet. Also, wirst du sie stehlen? So gut wie erledigt. Bevor du in dein Verderben rennst, solltest du noch ein paar Sachen wissen. Die Truhe, in dem ein Teil der Blutverträge liegt, steht genau neben seinem Thron. Meines Wissens ist diese Truhe beinahe unknackbar. Ich weiß ja nicht, wie gut du bist, aber du kannst es gerne versuchen. Der andere Weg, an die Truhe zu gelangen, ist es, Red den Schlüssel zu stehlen. Er trägt ihn immer bei sich. Du wirst ihn bestehlen müssen, wenn du die Truhe nicht aufbekommst. Der Turm ist nur selten unbewacht. Du wirst einen Moment abwarten müssen, in dem er unbeaufsichtigt ist. Nachts stehen dort nur zwei Wachen. Allerdings sind beide Raucher. Gedulde dich, bis sie ihre Pause machen. Red, den Schlüssel stehlen oder die Truhe knacken. Am besten nachts, während die Wachen ihre Raucherpause machen. Verstanden. Dann hast du allerdings erst einen Teil der Blutverträge. Die beiden Bücher können nur gemeinsam verwendet werden. Ein Buch allein bringt uns nichts. Als nächstes musst du in den Keller des Turms, in Reds Schatzkammer. Dort drinnen suchst du einen Tresor. Du wirst ihn hacken müssen. Red schreibt sich keine Codes auf. Dafür ist er zu schlau. Und er würde dir den Code niemals verraten. Alles verstanden? Red bestehlen oder Truhe knacken, Tresor im Keller muss gehackt werden, das alles ohne gesehen zu werden. Na, wenn es weiter nichts ist. Jetzt siehst du, warum es noch nie jemand versucht hat. Wenn du es nicht hinbekommst, hey, du wärst nicht der Erste. Versuch es wirklich nur, wenn du glaubst, du schaffst es. Die Sache ist es nicht wert, dass du dabei draufgehst. Aber wer weiß, immerhin hast du die anderen Aufträge auch alle erledigt. Wir werden sehen. Viel Glück. So, habe ich mir das vorgenommen. Da habe ich mir das vorgenommen. Red-Sachen. Wir können trotzdem mal die Location auskundschaften. Alter, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Aber egal. Wir kriegen das hin. Okay. Endlich siehst du es auch ein. Wenn die Diebe sogar damit durchkommen, gar nicht auszudenken, wozu sie noch alles imstande sind. Bis jetzt war ich auf ihrer Seite. Aber das ist echt eine harte Nummer. Hoffentlich endet diese Diebesserie bald. Spätestens, wenn sie zu fassen bekommen. Die Wachen sind auf Zack. Dauert bestimmt nicht mehr lange. Hoffen wir's. Also, die beiden Bücher von Red. Besser, ich mach das wieder zu. Das eine muss ich Taschendiebstahl machen oder die Truhe knacken, wofür ich beides natürlich nicht gut genug bin. Schwierig, dann muss ich noch einen Tresor knacken, für die ich die Kombination nicht kenne. Ich weiß nicht. Au. Ich weiß, in der Nacht ist es, die beste Idee ist natürlich, in der Nacht da einzusteigen. Die beiden sind starke Raucher, ich muss richtig getankt worden. Wir gehen trotzdem mal gucken. Wir gucken einfach mal. Wer treibt sich hier herum? Was? Hallöchen, so, ich hab's eilig. So, wir gucken uns erstmal die Gegend an. Also. Red und Reds Truhe. Schwere Schluss. Der guckt. Gucken wir jetzt mal, wo der Tresor sein könnte. Entweder im Keller oder oben auf dem Dach.
unten im Keller gibt es hoffenweise Zeug. Ich muss mir was überlegen. Wir können das sogar hochlaufen. Hier war schon lange niemand mehr. Nein, oben aufs Dach kann man nicht. Obwohl, weil... Doch, können wir absolut nicht. Okay. Obwohl... Vielleicht können wir so in den Keller kommen. Warte. Ist jetzt gar nicht mal so dämlich. Ja, ich höre. Oder nicht? Wir sind tatsächlich unbemerkt in seinen Keller. So, wo ist der Tresor? Ich korrigiere meine Aussage, ich habe ihn schon gefunden. So, hacken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall alle möglichen Zahlenkombinationen durchgehen. Ich probiere jetzt einfach mal alles Mögliche durch. Das könnte ein bisschen dauern, aber das mache ich hier gerne mit Code knacken. Vierstellig, das kriegen wir hin. Geht doch. Bitte, doch ein bisschen gedauert, aber wir haben es hinbekommen. Danke. Damit wäre das erste schon mal erledigt. Wir brauchen noch das zweite Buch. Hier wird ja gut genug sein, dass wir die Truhe knacken können. Was ein Weichen dauern kann. Oder wir klauen den Schlüssel. Frage ist, wie klauen wir ihn in den Schlüssel? Playboy. Das ist ein Playboy, okay. Geld, gib mal schön her. Ach, Red, du wirst gleich viel, viel ärmer sein. Drüben gibt es noch Zeug, damit gehen wir auf jeden Fall noch hin. Bolzen, Energiezellen. Ja, zeig mal, was haben wir da drüben noch? Das will ich jetzt alles mitnehmen. Mana. Da. Elex. Und schnell nach oben gehen. Und dann müssen wir uns über was überlegen, wie wir das Ding am besten knacken. Wir müssen ihn irgendwie den Schlüssel abnehmen. Taschendiebstahl können wir machen. Frage ist nur, wie... Erwischen wir ihn mit heruntergelassenen Hosen. So, da drüben steht er, der Bengel.
hier herum. Ach, ich schleich doch nicht, nein. Guck weg. Der sieht mich nicht. Okay, wir könnten den Schlüssel jetzt klauen. Komm. Was schleichst du hier? Laden. Ups. Ja, ups. 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 Wieso will es nicht klappen? Ups. Ups. Verdammter Dieb! Ups. 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 Genau, Bad. Stell dich tot. Wir haben sie genau da, wo... Nee, Rätsel beklauen geht nicht. Ich krieg's nicht hin, von dem her. Bis mir nach pennen und dann. Ja. Na schön. Versuch mal einfach die Truhe zu knacken. Dann ist das eben so. Genau. Du sagst es. Ja, folgendes. Ich habe nämlich gesehen, wir haben nämlich hier was geklaut aus dem Tresor. Steht dran, Schlösser knacken plus eins. Das bedeutet. Wir sind jetzt theoretisch in der Lage, die schwere Truhe von Red zu knacken. Natürlich müssen wir auf die Wachen Acht geben. Die machen Raucherpause, das ist gut. Oh. Red, willst du nicht schlafen legen? Jetzt mal ernst, will er nicht pennen gehen? Wir müssen warten, bis die abhauen. Sehr schön. Dann warte ich hier. Genau hier auf dem großen Thron. Kommt Leute, irgendwann müsst ihr auch mal rauchen gehen. Irgendwann habt ihr Raucherpause. Der eine hat gerade Pause. Gut, wir warten hier einfach. Ganz entspannt. Ich warte. Aber irgendwie können wir trotzdem auf den Turm oben drauf kommen. Wie ich das so sehe, da gibt's Zeug. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Alles in Ordnung.
Denn Gret scheint nie zu schlafen. Ein Mann, der nie schläft. Ich guck mal ganz kurz, ob wir irgendwie auf den Turm hoch können. Da oben scheint es noch Zeug zu geben. Das hätte ich gerne. Ich glaube, dazu sollten wir unser Jetpack upgraden. Hab ich überhaupt schon genug zum Upgraden? Gute Frage, nicht wahr? Na, hier ist zum Beispiel keine Werkbank, wo wir jetzt einfach das Jetpack modifizieren könnten. Ach, Red, willst du nicht langsam mal schlafen legen? Genau, die. So, wie war es nochmal? Ach, hier können wir das Ding nicht aufrufen. Ah, Mist. Okay. Sehr schön. Warten wir ein bisschen. Warten wir ab, bis die Leute weg sind. Wir haben Nacht. Und es hieß diesen Raucher. Red ist der Einzige, der noch stört. Warum legt er sich nicht schlafen? Das ist eine sehr gute Frage, nicht wahr? Gute Frage, nächste Frage. Der Typ da drüben macht 20 Mädels auf einmal an. Was ist das für eine Bande? Alles klar, die Wache ist oben weg. Das bedeutet, wir suchen das Schloss hier zu knacken. Ey, drück mir die Daumen. Mir geht gerade der Arsch sehr auf Grundeis. Das war wohl nicht. Was schleichst du hier herum? Das war wohl nichts. Ich mach nichts. Ich hab nur aufgeschlossen. So. Also, wir speichern jetzt nochmal. Wir haben das Ding geöffnet. Wir haben das Ding nur geöffnet. Wenn nicht. Kurz beugen. Alles nehmen. Erledigt. Was schleichst du hier herum? Das tue ich doch gar nicht. So, wir haben alles. Zurück damit. Oh yeah. Alter, ich halte mich gerade für den besten Dieb aller Zeiten. Wow. Beste Dieb aller Zeiten, wir beinahe gestorben. Auf, schnell zur Kuppel. Wir haben alles, was wir klauen wollten.
Ja. Gott. Das haben wir gleich, das haben wir gleich. Puh. Atmen. Wir sind der beste Dieb. So. Offen. Hör mal, ich habe da wieder etwas, worum ich mich in Tavar kümmern muss. Schieß los. Einige Mutanten sind in der Nähe des Forts ziemlich auffällig geworden. Wir haben ja öfter einmal Mutantenhorden, die unser Fort passieren. Doch diese scheint sich ungewöhnlich lange schon vor den Toren unserer Stadt aufzuhalten. Ich werde diese Höllenbrut der Alps auseinandernehmen. Bist du dabei? Das ist ein ganz schlechtes Timing, weißt du? Wir haben gerade den größten Überfall aller Zeiten begangen. Und wollen das hier auch gefälligst abgeben. So. Speichern. Wir haben alles geklaut. Wir haben alles stibitzt. So. Moment mal. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Sieht so aus. Ach du Scheiße. Du bist ein Teufelskerl, weißt du das? Ich kann es gar nicht fassen. Ich muss mich erst mal setzen. Dann setz dich erst mal, Mädel. Wir haben alles geklaut, hast du aber gesehen. Du bist echt der Kracher. Ich weiß. Die Überheblichkeit hast du dir verdient. Ich hoffe, das hier ist angemessen für deine Hilfe. Ich werde mir den Kram jetzt mal genauer ansehen. Ich denke, das war's für dich. Du hast alles erledigt, was wir erreichen wollten. Du hast unser Netzwerk erweitert, uns Druckmittel und Finanzen verschafft, sogar die Berserker an ihrer Expansion behindert. Wenn wir jemals noch etwas von dir brauchen, komme ich auf dich zu. Ansonsten, danke für alles. Geil. Wir sind der Beste. Sehr schön. Truhe leer, mal hier noch irgendwelche anderen. Truhe leer. Okay, meine Lieben. Ey, das war ziemlich hardcore in diesem Part gewesen, aber es hat vor allem viel Spaß gemacht. Da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns an das Mutantenproblem vor der Stadt kümmern oder was auch immer. Bis dann würde ich sagen, passt euch auf, mach's gut, meine Freunde. Ciao. Da, wo du jetzt hingehst, gibt es 5 von den Ringen.